Hallo zusammen, hier ist wieder Heute Land. Heute bin ich wieder für euch in The Wolf Inn unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so ein kleines Reminder-Video aufnehmen. Es geht um ein paar zusätzliche Skillpunkte bzw. Berufwissen für eure neuen Berufe aus The Wolf Inn. Und dazu sind wir bei einem Event, und zwar dem Dunkelmond-Jahrmarkt. Und dort kriegen wir jetzt auch in The Wolf Inn wieder zusätzliche Skillpunkte bzw. Berufswissen. Wer den Dunkelmond-Jahrmarkt nicht kennt, der geht quasi immer los am ersten Sonntag im Monat. Also sprich, jeden Monat hat man da einmal die Chance, ein paar extra Punkte zu bekommen. Und geht genau eine Woche. Also er geht jetzt hier vom 1. September bis zum 7. Und in der Zeit habt ihr halt die Chance, mit jedem eurer Chars ein paar extra Punkte mitzunehmen. Wie läuft das Ganze? Es gibt im Endeffekt Quests. Und bei diesen Quests müsst ihr ziemlich banale Sachen machen. Meistens sind es einfach nur Ressourcen quasi aus den Hauptstädten oder dementsprechend von einem Händler holen, was umwandeln und dann gibt es einmal ein bisschen Gold. Es gibt diese Marken vom Dunkelmond-Jahrmarkt, die sind relativ irrelevant. Was interessant ist, wir kriegen zwei Skillpunkte und dann gibt es noch Wissen. Und was ist jetzt hier was? Also die Skillpunkte sind quasi der Skill, wie hoch ihr euren Beruf habt. Es macht am meisten Sinn, die sich zu holen, wenn ihr möglichst hochgeskillt habt. Aktuell wegen diesen ganzen Aktionshaus-Lags, weiß ich nicht, habe ich persönlich noch nicht hochgeskillt, aber ich nehme mir die einfach so mit. Was aber schön interessant ist, ihr kriegt auch quasi Wissen, also diese Skillpunkte für den Beruf. Und da die am Anfang jetzt vor allem relativ rar sind, ist das eine ganz nette Sache. Und ihr könnt das sowohl für eure Hauptberufe mitnehmen, also ich habe jetzt zum Beispiel auf dem Main hier Lederverarbeitung und Schmiedekunst. Als auch für zum Beispiel so Sachen wie Angeln. Da gibt es natürlich keinen Skillbaum, also da habt ihr dann nur die Fertigkeitspunkte. Und bei Kochkunst gibt es das auch. Theoretisch gibt es das Ganze auch noch bei Archäologie. Aber da Archäologie seit Shadowlands nicht weitergeführt wurde, ist es, denke ich mal, relativ irrelevant. Ich kann euch jetzt mal kurz die Spots zeigen, wo ich das Ganze angenommen habe. Also Dunkelmond-Jahrmarkt könnt ihr übrigens reinkommen. Einmal über Goldshire, da ist ein Portal, das seht ihr auch hier auf der Map. Und als Hortler ist das Ganze hier einmal in der Nähe von Donnerfels, also hier im Gebild Malgor. Das ist auch auf der Map einmal ausgeschildert. Und wenn ihr dann drauf seid, ist es so, dass bei jedem Beruf quasi die Händler an einem anderen Spot sind. Also da müsst ihr ein bisschen gucken. Ich zeige euch jetzt mal die von den Berufen, die ich jetzt quasi hier angenommen habe. Und zwar hier hinten bei dem Tauren. Können wir einmal quasi Fische abgeben, dann müsst ihr einfach hier fünfmal reinangeln in den Gewässern, da gibt es halt diese drei Skillpunkte für Angeln. Dann zusätzlich gibt es hier auch bei dem gleichen Typen Kochkunst, da müsst ihr euch einfach Mehl holen aus halt irgendeiner City, zum Beispiel ich habe es jetzt aus SW geholt, die da reinschmeißen und dann gibt es unsere drei Skillpunkte für Kochkunst. Übrigens, ihr kriegt das immer für die höchste Expansion. Ihr müsst halt vorher quasi in der neuen Insel hier unten in Khas Algar euren Beruf quasi neu lernen. Also für die neue Expansion, weil sonst kriegt ihr das für eine alte. Ne? Also da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Und dann haben wir hier hinten bei dem Kollegen, wo ist er? Da versteckt er sich. Das ist der Filetterverarbeitung. Was ihr wollt. Kriegen auch nochmal die Skillpunkte und die müssten jetzt muss ich mal gucken, sind die im Inventar gelandet, habe ich die direkt gekriegt? Ah ne, ich glaube die habe ich direkt bekommen, oder? Nochmal. Ich glaube die habe ich schon gelernt, so wie es aussah, aber mein Inventar ist auch mega voll, also es ist ein bisschen unübersichtlich, ich sag's euch, wie es ist. So, genau. Und der für Schmied, das ist quasi hier hinten, da muss man erstmal dieses Pony beschlagen. Ich denke mal, die ein oder anderen von euch müssten diese Quest schon kennen. Alle anderen Berufe sind quasi hier komplett verstreut. Ihr müsst einfach ein bisschen mit den NPCs quatschen und schauen, wo quasi euer Händler ist. So, den geben wir jetzt auch ab. Und damit habe ich dann meine Skillpunkte eingeheimst und ihr könnt die dann dementsprechend auch holen. Gut, das war's mit dem kleinen Reminder. Ich verabschiede mich an der Stelle. Und wünsche euch viel Spaß beim Berufeskillen. Euer Tilla. Bis dahin. Ciao.